Denn als der Besuch gegangen war und sich Normalität einstellte, wollte ich, dass er Platz macht. Nein, Aramis verweigerte sich. Das sah mein Sohn und sagte, jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Bei dir hört er nicht und mir folgt er aufs Wort. Du bist, glaube ich, nicht mehr sein Boss. Das bin jetzt ich. Schau. Dann stellte er sich vor Aramis hin, sagte Sitz, zeigte mit dem Finger nach oben und der Hund machte Sitz. Dann sagte er Platz und zeigte mit der flachen Hand nach unten und Aramis machte Platz. Ich schaute blöd und mein Sohn lachte und war stolz auf seine neu erworbenen Titel Big Boss. Big Boss Titel verloren, aber noch die Macht über die Futterausgabe in Händen. Wende ich eine List an, um mir meinen Titel zurückzuerobern. Ich vermute nämlich, dass das daher rührt, weil gestern mein Sohn mit ihm geübt hat und ihm für jede erfolgreiche Übung ein Leckerchen gegeben hat. Super, mein Hund ist bestechlich. Okay, dann soll es so sein. Ab heute gibt's nur mehr Fütterung aus der Hand. Aus meiner Hand. Hab die Schüssel versorgt. Übrigens funktioniert wunderbar. Haben geübt bzw. gefüttert. Klappt ja. Morgen wieder. Die nächste Zeit nur noch so.